Willkommen zurück zu Clash of Clans. Wir haben es geschafft, Rathaus Level 4. Wir können das Schiff hier verbessern, wieder reparieren, aber das machen wir noch nicht. Es gibt ja einiges an Sachen, die wir noch aufbauen müssen. Unter anderem eine Kaserne. Dann Elixiersammler. Das war gerade die Klingel. Naja, egal. So. Ein Bogenschützenturm. Drei Stunden für die Luftabwehr, warte kurz. Erstmal das. So. Okay, und dann fehlt ja nur noch das hier. Und ihr habt gerade gemerkt, das ist alles ziemlich günstig geworden. Deshalb Winterfest, 50% der Kosten reduziert halt. Finde ich persönlich, ist ganz cool. Es kostet halt alles nur noch halb so viel. So. Ja gut, dann denke ich mal, reparieren wir das Schiff. Wieder aufbauen. Oh. ja. Oder so. Dann greifen wir nochmal an. Ballonparade. Lohnt sich nicht. Megaknaller oder Wachturm? Megaknaller. Mist. So, letzte Kanone, die wird auch schon angegriffen.
Ich schneide das dann mal kurz raus. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Fertig. 100% erledigt. Gratis wieder aufbauen. Oh lol, das halbe Interface ist verschwunden. Häuptling, das Schiff und die Mannschaft sind bereit, in sich zu stechen. Keine Sorge, wir finden schon den Weg zurück. Land in Sicht. Was ist das für ein Ort? Glück gehabt, Häuptling. Wir können diesen alten Gebäuden zu einem Unterschlupf machen. Meisterhütte Level 1. Verbessern. Puh, hier können wir uns erstmal niederlassen. Ein zweites Zuhause. Huch? Oh, Besucher. Hurra! Hoppla, wo kommen Sie denn her? Mein Haus. Ihr habt es blitzsauber gemacht. Da habt ihr euch einen Rundgang verdient. Ich bin der Meisterbauarbeiter. Wollt ihr meine Lieblingsgebäude sehen? Das gibt Truppen Spezialfähigkeiten. Sternlabor. Okay, Barbaren, ja. Schaltet Spezialfähigkeit Wut frei in den ersten 4 Sekunden. Okay, gibt es so komische Baumstümpfe auf jeden Fall. Und das Elixier und das Gold hier oben, die sehen auf jeden Fall auch anders aus. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Damit ich euch zeigen kann, wer der beste Bauarbeiter weit und breit ist, brauchen wir natürlich Truppen. Truppen? Häuptling, deine Talente könnten sich hier als nützlich erweisen. Echt? Wenn ihr so gut kämpft, wie ihr sauber macht, wären wir ein gutes Team. Angriff? Jetzt suchen. Der hat eine Juwelenmine. Können wir leider nicht ausrauben. Es gibt hier nämlich kein Loot, den man bekommen kann. Und das hier ist eine Doppelkanone gewesen. Prozent. Oh nein, die greifen uns auch an. So macht man das bei uns. Der beste Angriff gewinnt. Kein Plündern, das wäre unhöflich. Sieg. Häuptling, dein Angriff war der beste. Wir haben heute als Belohnung gekriegt. Und man sieht, wir haben ganz schön andere Truppen. Hurra, ich habe so viele Ideen, was man bauen könnte. Guck auf meine Wunschliste. Hier schreibe ich Vorschläge auf, aber du kennst dich ja auch aus. Du hast die Wahl. Wunderbar, wir sind jetzt ein Team. Vielleicht kann ich eines Tages mal mit rüber... Okay, gute Nacht. Häuptling, hier gibt es echt viel zu tun. Wir dürfen nur unser eigenes Dorf nicht vergessen. Ja, da hat sie recht. Wir stehen jetzt vor einer schweren Entscheidung. Das hier?
weiterzumachen. Erstmal das hier so und so. Oder halt hier. Und ich denke, ich mache das so immer mal abwechselnd zu spielen. Also im Heimatdorf einen Angriff zu machen, dann hier nochmal im Heimatdorf, dann hier nochmal. Immer abwechselnd halt. Armeelager ist zu teuer. Verteidigung ist auch noch alles viel zu teuer. Stoßfalle. So. Drehen wir gleich mal um. Was? Wir brauchen Meisterhütte Level 3, um das machen zu können. Oh man. Und die Mauern hier, die sind auch echt komisch. Weil man hat immer so 5 aneinander. Okay, es reicht nicht mehr. Können wir auch nicht mehr verbessern. Ja. Das können wir verbessern. 1 Minute. So lange greifen wir mal an. Gegen ein ähnlich schwaches Dorf, das eigentlich genauso aussieht wie meins. Wow, 25% und schon ein Stern. Ja, mit wenigen Gebäuden ist halt schwer. Und 100%. Unentschieden. Und wir haben was bekommen. Schalte Schleichschütze in der Bauarbeiterkaserne frei. Schleichschütze. Das sind die Bogenschützen, die in den ersten paar Minuten nicht gesehen werden können. So. So, jetzt ist unsere Kanone auf jeden Fall besser geschützt. So, so ist auf jeden Fall besser. Gut, dann greifen wir nochmal an und versuchen es halt nochmal. Und der kam auch auf die gleiche Idee wie ich. Aber ich habe Schleichschützen. Die nicht schleichen können. Ein Schleichschütze hat überlebt, okay. Springen wir mal besser den Teil. So, mal gucken, ob wir gewonnen haben. Und ja, der hat nur 29% Gold. Gucke ich mir mal kurz an. Ja, okay. Ja, natürlich kam die nicht an der Kanone vorbei. Habe ich mir auch so gedacht. Ja, ist schon ganz cool mit Schleichschützen, die nicht schleichen. Aber keine Sorge. Das kann man ganz leicht machen. Tarnung. 3 Sekunden für Verteidiger unsichtbar. So, Verteidigung 7. Na gut, gehen wir mal kurz rüber. Und machen da mal ein bisschen was.
So. Ja, das ist in der Mitte. Kleinburg nach oben. Kanonen hier eine hin. Da. Elixierlager. Elixierlager. Bogenschützenturm. Minenwerfer. Dann hier noch ein Goldlager hin. Hier noch ein Goldlager. Hier die Luftabwehr. Goldmine. Goldmine. Noch eine Goldmine. Noch eine. Elixiersammler. So, dann können wir hier ein paar Bomben hinmachen. Ein paar Sprungfallen. Bauhütten in die Ecken. Hier ein Armeelager hin, damit das schön geschützt wird. So. Und so, dann, ist natürlich jetzt ein bisschen doof, so und so, Schleichschütze, Verbesserung von Schleichschütze abgeschlossen. So, so, so und... So, speichern. Es wird alles noch verbessert. Ich könnte die Kleinburg machen. Mache ich auch. Mache ich dann bis zur nächsten Folge auf jeden Fall. Greife ich noch einmal an. So. Und das schneide ich auch mal kurz raus. So, da bin ich wieder. Der Gegner hat irgendwie nicht angegriffen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder eine Menge Loot. Holen uns damit noch ein Armeelager. 5 Minuten. Und wir haben nur einen einzigen Bauarbeiter. Okay. Ja, hier hat sich schon mal wieder was hübsch angesammelt. Dann machen wir hier die Mauern. So, und dann gucken wir mal, ah ja, okay, dann können wir das machen oder das hier, direkt mal verbessern. Dann machen wir noch einmal den Bogenschützenturm auf 3. Ja, dann greifen wir hier nochmal an, die Kobolde wieder halt.
Ich habe nämlich auch oft gesehen, die Gegner, also einige von meinen Freunden, die greifen überhaupt nicht die Kobolde an. Wenn sie dann mal Schilde haben, greifen sie trotzdem an. Ist ein bisschen, naja, bisschen fragwürdig, warum man sowas macht. Okay, das hat überhaupt nichts gebracht. Mist. Okay, dann geht immer noch nicht, schade. So. Ja, okay, Leute, das war's dann mit der Folge. Ich glaube, ich lade gleich danach noch eine Folge hoch, weil es gibt hier halt eine Menge zu tun. Ja, hier auch noch. Und ja. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.